Yo, hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video möchte ich ein bisschen über den Titel sprechen. Der Titel wird ungefähr heißen, ab jetzt kommen Daily Uploads. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich den Titel nennen werde, aber ihr werdet es ja dann sehen. Und ja, es stimmt. Ab jetzt, dem 1.12. bis zum 31.12. wird jeden Tag ein Video auf diesem Kanal online kommen. Die Videos werden jeden Tag um 15 Uhr online kommen, also jeden Tag um 15 Uhr bei mir einschalten, um kein neues Video zu verpassen. Aber jetzt stellt sich natürlich nur noch die Frage, warum mache ich das Ganze? Warum lade ich jetzt jeden Tag ein neues Video hoch? Im Dezember steigt der CPM von jedem YouTuber und ich mache es eigentlich nur wegen dem Geld, weil ich euch einfach nur das Geld aus den Taschen ziehen will. Hey, aber Clayton, du monetarisierst doch deine Videos gar nicht. Hey, ja und? Juckt mich doch nicht. Trotzdem will ich das Geld von denen. Ja, aber das geht doch dann gar nicht. Wie willst du denn das Geld aus den Taschen ziehen, wenn du nicht monetarisierst, Mann? Du Dummkopf. Oh, ist das echt so? Lol, als ob. Verarsch mich doch nicht. Ja, Mann, das ist wirklich so. Ich schwöre, Alter. Okay. Dann habe ich es halt falsch verstanden. Naja, okay, Spaß beiseite. Eigentlich mache ich diese Challenge einfach nur, um zu gucken, ob mein Kanal irgendwie an Reichweite generieren kann, wenn ich jeden Tag ein Video hochlade, ob die Leute dann wieder aktiver sind, weil ihr seht es ja an meinem Kanal, der ist einfach tot. Ich kriege pro Video vielleicht 100 Aufrufe und mit 1600 Abos ist es relativ wenig. Und ich möchte einfach schauen, ob mein Kanal dadurch wieder aktiver wird, ob die Leute halt wieder schauen und so. Aber jetzt stellt sich auch noch die Frage, wie aufwendig werden diese Videos geschnitten sein? Meine normalen Videos sind ja eigentlich recht aufwendig geschnitten, also die sind so richtig lustig und alles geschnitten. Und ich glaube, in dieser Challenge werde ich das nicht bei jedem Video durchziehen können, weil das einfach zu viel zeitaufwendig ist und ich dann jeden Tag an einem Video, was weiß ich, 4 Stunden schneiden werde. Und da habe ich ehrlich gesagt keinen Bock, jeden Tag so lange davor zu schneiden. Ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen, aber ich versuche bei den Videos natürlich auch mein Bestes zu geben. Dieses Video wird jetzt natürlich relativ kurz, ich wollte einfach nur das als kleines Infovideo benutzen und damit quasi diese Challenge einleiten. Ich habe jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte und dann sehen wir uns morgen um 15 Uhr wieder. Ciao! J'ai baissé la vitre, rassuré la mip, j'ai changé de vie, j'ai changé de vie. Y'a rien qui est acquis, des fois t'es l'abîme, tu perds c'est la vie, tu perds c'est la vie. Les caméras filment, mais j'ai pas envie, dévoiler ma vie, dévoiler ma vie. J'ai changé d'avis pour changer l'avenir, des années à vivre, donc j'ai baissé.